Was ist der Unterschied zwischen Hals- und Kehlkopfkrebs? Es gibt oft eine Überlappung zwischen Hals- und Kehlkopfkrebs, aber die größten Unterschiede betreffen gewöhnlich die Herkunft. Jeder beginnt an einem etwas anderen Ort und einige Symptome treten auch häufiger auf. Halskrebs, der manchmal allgemein als Kopfhalskrebs bezeichnet wird, ist Krebs der Mundhöhle, der Speicheldrüsen, der Nasennebenhöhlen und der Nasenhöhle sowie des Larynx und der Lymphknoten. Kehlkopfkrebs betrifft den Pharynx, die Stimmbänder und manchmal den unteren Kehlkopf. Wenn einer der beiden Arten sehr früh gefangen wird, können Wucherungen manchmal sofort am Entstehungsort ausgerottet werden. In den meisten Fällen wird der Zustand jedoch erst entdeckt, wenn er sich auf das umliegende Gewebe ausgebreitet hat. Dies bedeutet, dass die Abdeckungsbereiche tatsächlich identisch sein können. Um eine genaue Diagnose zu erhalten, müssen Sie in der Regel die Symptome und möglichen Ursachen genau untersuchen. Behandlung und Prognose sind jedoch in der Regel für beide gleich, so dass eine eindeutige Identifizierung nicht immer dringend erforderlich ist. Das Gewebe von Hals und Nacken ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Krebserkrankungen, die an einem Ort zu wachsen beginnen, breiten sich oft sehr schnell auf andere nahegelegene Gebiete aus. Dies ist ein Grund dafür, dass Hals- und Halskrebserkrankungen identisch zu sein scheinen. In vielen fortgeschrittenen Fällen sind ihre Reichweite und Symptome gleich und in einigen Punkten die Bedingungen gesehen werden, um tatsächlich ineinander verwandelt zu sein, wie die Dinge Fortschritte machen. Der Unterschied besteht normalerweise darin, einen Ursprung zu erkennen und der frühesten Entstehung der Krankheit eine Grundklassifikation zuzuweisen. Es gibt 6 Arten von Rachenkrebs: Nasopharynx, Oropharynx, Hypopharynx, Supraglottik, Glottik und Subglottik. Nasopharynxkarzinom betrifft den obersten Hals, hinter der Nase. Oropharyngealkrebs betrifft den mittleren Bereich hinter dem Mund. Hypopharynxkarzinom ist Krebs, der sich im unteren Halsbereich befindet. Supraglottische, glottische und subglottische Krebserkrankungen betreffen die Ober-, Mittel- und Unterseite der Stimmbänder. Im Gegensatz dazu beginnen Krebserkrankungen des Kopfes und des Halses normalerweise in den feuchten Geweben, die den Mund, die Nase und die Nasennebenhöhlen auskleiden. Sie können auch in den Speicheldrüsen wachsen, obwohl dies eher ungewöhnlich ist. Beide Krebsarten teilen die Symptome von Stimmveränderungen, Schwellungen und anhaltenden Ohrenschmerzen. Sie unterscheiden sich jedoch in einigen kleineren Dingen. Bei Halskrebs kommt es häufig zu einem Knoten im Nacken, der nicht verschwindet, oder zu Wucherungen im Mund. Schmerzhafter Sinusdruck ist ebenfalls häufig. Die Betroffenen husten und werfen oft auch Blut und bemerken möglicherweise Veränderungen in der Haut. Halskrebssymptome sind anhaltende Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Es ist wichtig zu bedenken, dass keines dieser Symptome definitiv mit Krebs zusammenhängt und tatsächlich durch eine Reihe von gutartigen Erkrankungen und Zuständen hervorgerufen werden kann. Eine genaue Diagnose von einem Gesundheitsdienstleister zu erhalten ist der einzige Weg, um sicherzugehen, ob etwas ernst ist oder nicht. Oft gibt es auch subtile Unterschiede in Bezug auf die Ursachen. Hals- und Halskrebs wird häufig durch übermäßigen Tabak- und Alkoholkonsum verursacht, da diese Substanzen normalerweise zuerst in den Mund gelangen und dann den Hals hinunterwandern. Halskrebs kann auch durch eine Mutation verursacht werden, die durch Zellen im Hals entwickelt wird. Risikofaktoren für beide sind Sonneneinstrahlung, Infektion mit humanem Papillomavirus, Strahlung, Inhalation von Industriematerialien wie Holzstaub und ungesunde Mundhygiene. Das Plummer-Vinson-Syndrom und die Exposition gegenüber Asbest wurden ebenfalls mit beiden Krebsarten in Verbindung gebracht, ebenso wie eine Diät ohne Obst und Gemüse. Die häufigsten Behandlungen von Hals- und Rachenkrebs sind Operationen, Strahlentherapie und Chemotherapie. Von diesen ist die Chemotherapie am häufigsten. Es verwendet sehr starke Chemikalien, um Krebszellen schnell abzutöten, und wird häufig mit anderen Medikamenten kombiniert, um eine effektivere Wirkung zu erzielen. Die Chemotherapie weist sowohl raue als auch milde Nebenwirkungen auf, die möglicherweise behandelbar sind oder nicht.
Protonentherapie und Brachytherapie sind wirksame Formen der Strahlentherapie, die jedoch nicht so wirksam oder üblich sind wie die Chemotherapie. Eine Operation zum Entfernen von Wucherungen ist in der Regel den Fällen vorbehalten, in denen der Krebs so isoliert ist, dass eine chirurgische Entfernung möglich ist, und wenn es so aussieht, als würden andere weniger invasive Optionen nicht funktionieren. Tracheostomie ist zum Beispiel ein chirurgischer Eingriff, der ein Loch im Nacken des Patienten und in die Luftröhre erzeugt, und wird im Allgemeinen als eine Art letzter Ausweg für Patienten mit krebsartigem Wachstum angesehen, die ihre Atemfähigkeit beeinträchtigen. Das Verfahren erlaubt einer Person, zu atmen, wenn die Atemwege blockiert oder auf andere Weise beschädigt sind, ändert jedoch dauerhaft die Stimme und die Fähigkeit, leicht zu essen und zu schlucken.